So, am besten wieder nach ganz unten. Also erster Stock, nicht zum Keller. Übrigens, in den Keller kann man auch nur fahren, wenn man unten einsteigt, was ich finde völliger Schwachsinn ist. Quasi müsste ich jetzt hier nochmal einsteigen, um in den Keller zu können. Aber naja, da muss man eh nicht nochmal hin, nicht unbedingt, sage ich mal. Wenn man nicht nochmal Bio ziehen möchte irgendwann. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich Quatsch erzählt habe. Nee, tatsächlich. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt irgendwie wieder anders gewesen wäre. Ich kann echt diesen Wegweiser nicht mehr benutzen. Na. So. So, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich gehe einfach mal in mein Zimmer und ruhe mich dort aus. Das ist ja wenigstens zur Heilung gut. Und vielleicht passiert ja danach was. Oder ich muss einfach mal wieder Dr. Sid suchen und hier alle Sachen abklappern. Apropos, da fällt mir ein, ich wollte auch immer noch diesen Xell-Quest machen. Mit Xells Freundin. Aber da fehlt mir momentan auch so die Lust zu. Beziehungsweise kann ich es eh nicht machen, denn wir schippern ja eh draußen im Wasser rum. Oh, da haben wir das kleine Geräusch wieder gehört. Und das heißt, Rinoas Hund ist fertig. Das kam diesmal direkt nach dem Seed-Sold, sodass man es schön überhören kann. Aber nein, Ohren wie ein Luchs. Und jetzt bleibt eben bloß noch dieses eine zu lernen. Und dann müssen wir uns schon wieder nach neuen Zeitschriften umgucken. So, das war das erstmal. Gut, ich muss erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder mit neuem Tee. Denn mein Hals bringt mich fast um. Ja, aber der Tee hilft echt gut dagegen. Dementsprechend brauche ich dann nur eine neue Ladung und zack, kann es weitergehen. Wenn wir denn nur wüssten, wohin es weitergehen könnte. Reden wir mal mit dem Mädchen hier. Der Direktor? Keine Ahnung, wo der ist. Also suchen wir wirklich den Direktor? Schon wieder? Kann ja wohl echt nicht wahr sein, oder? Ach, ich weiß sogar, wo er ist. Yay, sehr gut. Tja, das mit der Suche hat sich schnell erledigt. Zwecks der großartigen Kräfte meiner Erinnerungen, die mich aber nur sehr selten befallen, da ich sonst ein echt schreckliches Gedächtnis habe. Er ist auf der Krankenstation. Ist ja auch so ein bisschen zusammengebrochen und all sowas da unten bei Norg, das hat man ja gesehen. Und Frau Dr. Karwaki, wie geht's ihm denn? Oh, Squall? Was willst du vom Direktor? Es ist Weihnachten. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Alte Socke. So, sehen will ich ihn. Na gut, der Direktor ist, Dr. Kadowaki. Schon gut. Was wirklich hier? Ich dachte, wir wollten uns das hier auf der Pritsche ein bisschen vergnüglich machen. Ja, ich habe mich genügend ausgeweint. So gut sind sie dann doch nicht aus, so auf den zweiten Blick gesehen. Was übernehmen sich da nicht hier? Mir sowas an den Kopf zu knallen? Naja, es gibt eben viele Dinge. Ja, ihr habt das. Wisst Bescheid, ne? So, dort liegt er. Und er ist uns ein paar Antworten schuldig. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Ja. Nun, worüber wollen Sie reden mit mir? Bericht erstatten, die Wahrheit über Seeds, über Hexe Edea, über Master Nord, über die Zukunft. Erstmal Bericht erstatten. Ich will Bericht erstatten. Was? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Worüber wollen Sie reden? Oh mein Gott. Das hättet ihr auch schön einfach so ablaufen lassen können, liebes Final Fantasy VIII Entwicklerteam. Ich meine, wir müssen uns eh alles anhören. Also müssen nicht, wir können auch gleich sagen über die Zukunft. Aber das ist ja doch interessant. Und der Spieler, der geneigt ist, der Story zu folgen, wird sich das eh alles anschauen. Erklären Sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds. Die Söldnertruppe des Baramgarn. Naja, Sie scheinen ja wohl zu ahnen, dass etwas mehr dahinter steckt.
Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt. Ah, die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garten bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitung auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe in der Welt ist und Angst und Schrecken versetzt und verbreitet, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. So, das dazu, jetzt wissen wir endlich auch, dass die Seeds keine Blumenseher sind. So wie wir dem guten alten... Nee, Silver war es gar nicht, es war bloß ein Helfer. Wie wir ihm im Knast... wie wir es ihm erzählen wollten. Was natürlich nicht stimmt. So, Hexe der. Erzählen Sie mir etwas über der. Ich habe gehört, sie wäre ihre Ehefrau. Ah, das ist richtig. Edea war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Eines Tages, sagte Edea, sie wollte einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds. Dass Edea und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden. Edea hat nur gelacht und sagte, so etwas würde niemals passieren. Aber trotzdem. Nun sehen Sie es ja. So, und noch über Master Norg. Was ist das eigentlich für ein alter Typ? Erzählen Sie mir etwas über Master Norg. Er ist vom Stamm der Shumis, verglichen zu seinen Stammesgenossen einem Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert. Und wir waren uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Norgs Geschäftsmethoden trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kassen. Und der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen, die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortfahren? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlicher äußern müssen. So, und jetzt über die Zukunft. Wie geht's weiter mit uns? Was wird nun mit dem Garten geschehen? Zunächst müssen wir unsere Irrfahrt wenden. Danach bleibt nur zu hoffen, dass der Garten die Seeds sich ihrer eigentlichen Aufgabe bewusst werden. Na super. Also hätten wir wahrscheinlich sogar gar nichts reden müssen. Aber das war auch sehr interessant. Zum Stamm der Shumis werden wir übrigens auch noch gehen. Die sind eigentlich ganz cool drauf. Wie gesagt, bis auf Norg, der ist ein Sonderling. Aber die sind eigentlich ganz nett. Bist du jetzt wieder verletzt oder was? Nö, geht eigentlich ganz gut. So, das war's. Ich hoffe, dass jetzt irgendwo eine Durchsage kommt. Oder etwas in der Richtung. In die Richtung. Wenn ich ungefähr hier so stehe. Ach ja, hier ändert sich das Bild, das ändert sich sonst doch nie. Das heißt, das war genau richtig. Squall, Squall! Habt ihr direkt das Set gesehen? Auf der Krankenstation. Wieder was los? Geht mal aufs Außendeck im zweiten Stock. Ein Chef nähert sich. Vielleicht sind das die Galbadianer. Vielleicht will sie die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir es dem Direktor melden. Düs, düs, düs. So, gehen wir wieder im zweiten Stock auf die Aufsichtsplattform, wo wir letztens schon waren und nichts so wirklich Tolles gemacht haben, außer die Aufsicht zu genießen. Was aber auch mal was Schönes ist. Ja, da kommt das Schiff der weißen Seeds. So viel verrate ich schon mal. Hab nie so wirklich verstanden, wo die weißen Seeds herkommen. Ich weiß gar nicht, ob es so wirklich erzählt wird. Weil an sich dachte ich, Seeds sind eben die Idee von Edea gewesen, um Hexen unter Kontrolle zu halten. Vielleicht sogar in weiser Voraussicht, dass sie selbst mal irgendwie in die Richtung abdriften könnte, würde, sollte. Aber anscheinend, es gibt auf jeden Fall noch weiße Seeds, die leben ganz woanders und die machen auch echt coolen Stuff und die sehen ganz anders aus und sehr mysteriös und dies und das. Aber das werdet ihr gleich alles selbst mitkriegen. Ab zum Sonnendeck.